gestartet an der 2050-Meter-Marke. Weston ist sehr schwach auf die Beine gekommen. Jeanette und Leikan können es zunächst einmal am besten unter ihrem Beifall vor Zachary in dritter Position. Dann ist es Oriental King an der Innenseite, Stallone, außen Weston und dann Streaming am Ende des kleinen Feldes. So geht es durch den Bogen hindurch und da wird außen Zachary resolut hier an die Seite der vordersten Pferde beordert. Innen Jeanette, außen Zachary. Dahinter ist Leica, ein drittes Pferd vor Stallone, Oriental King. Zwei Längen bis zu Weston und 4-5 Längen dann bis zu Streaming am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter. Zachary, der Favorit, führt mittlerweile das Feld an. Exakt eine Länge Vorteil vor Leica außen. Innen ist Jeanette, drittes Pferd. Dann Oriental King, innen begleitet von Stallone, Weston und dann Streaming. Auch Mitte gegenüber gab es keine Positionsveränderung. Das Feld ist aber relativ weit auseinandergezogen. Zachary und Andra Starke führen. Außen liegt Sibylle Vogt auf der Lauer mit Leikan, innen Jeanette, Maxim Pecheur, dann Weston außen, segelt dort in dritter Spur durch den Bogen, Enki Gambart. Dann wird es eng dort an der Innenseite für Stallone mit Oriental King und Streaming bleibt letztes Pferd. So geht es in Richtung der Zielgeraden. Die Favoriten gemeinten Pferde laut Wettmarkt auf den ersten Plätzen, aber ich sage Ihnen, Andra Starke muss schon mal mächtig nachfragen dort auf Zachary, außen Leikan, auch angefasst. Jeanette sucht dann die Lücke, Weston in der Bahnmitte versucht nochmal nachzusetzen. Zachary reagiert auf die Hilfen von Andra Starke, Leikan außen, vor allen Dingen Weston jetzt da, innen. Jeanette findet nicht den höchsten Gang. Zachary an der Innenseite gegen Leikan, dann außen Weston, der dringt auch nicht so recht durch. Zachary an der Innenseite kann immer wieder zulegen hier. Zachary mit Andra Starke 2 aus 2 für Markus Klug und das Gestüt Ittlingen. Dahinter ist es Leikan auf Platz 2. Oriental King wird Ritter vor Weston, vor Jeanette, vor Stallone und vor Streaming.